Jeder Mensch verbringt beim Surfen mindestens 5 unnötige Sekunden, Cookies zu deaktivieren bzw. einzuschränken. Und das wollen wir, die Gruppe Cookie Crumbler, bestehen aus Anshan, Niklas, Alex, mir, Siri, Jan, Florian und Ferdi mit einer Web-Extension ändern. Und wie genau, das erzählen euch jetzt die Jungs. Also in den letzten paar Tagen haben wir halt eine Browser-Extension für den Browser Chrome gemacht, der halt automatisch Cookies auf Seiten ablehnt. Das spart halt sehr viel Zeit, wie schon gesagt. Wir haben auch dazu noch Tools entwickelt, in denen man einstellen kann, wie viele Cookies angenommen werden sollen oder abgelehnt werden sollen. Und wir haben halt die Probleme gelöst, dass, wie gesagt, Leute nehmen unnötig viel Zeit in Anspruch, diese Cookies durchzulesen oder halt nicht durchzulesen. Und damit verkaufen sie halt ihre eigenen Daten, was die eigene Sicherheit im Internet sehr beeinträchtigt. Und dadurch sorgen wir halt für eine bessere Web-Experience in einem besseren Internet. Genau. Ich stelle euch einmal vor, wie wir das ganze Projekt umgesetzt haben. Wir haben grundlegend erstmal ein Plugin für den Browser Chrome geschrieben. Das liegt einfach daran, dass heutzutage sehr viele Menschen den Browser benutzen und dass der das Ganze auch sehr freundlich macht. Das Ganze haben wir mit JavaScript umgesetzt, eine doch recht einfache Sprache, die sehr gut von dem Browser unterstützt wird. Und dazu haben wir ein User Interface für die Einstellung der Cookies mit HTML und CSS geschrieben. Dazu haben wir noch einige Statistiken zum Anzeigen, wie viele Cookies jetzt tatsächlich geblockt wurden. Das Ganze haben wir mit Plotty gemacht, einer Bibliothek an verschiedenen Funktionen für JavaScript, mit der man das Ganze am Ende sehr gut anzeigen kann. Und schlussendlich haben wir noch die API vom Chrome-Browser benutzt, um das ganze Plugin überhaupt in den Browser zu integrieren. Genau, wir hatten natürlich auch einige Hindernisse auf unserem Weg zum Erfolg, die wir überwinden mussten. Unter anderem leider auch eine nicht ganz so stabile Internetverbindung, die besonders bei einem Browser-Plugin doch ganz gut gewesen wäre. Und es war für uns alle auch neu, ein Browser-Plugin zu programmieren. Daher war das aber auch ein ganz schönes Projekt, da wir alle definitiv mit neuem Wissen nach Hause gehen können. Und es war ja auch, wir haben in einer recht größeren Gruppe gearbeitet. Da war es doch ab und zu auch mal schwer jetzt zu wissen, wer macht was und wie weit sind die anderen denn jetzt schon. Ja, natürlich gibt es auch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, die wir uns so angeschaut haben. Unter anderem die bessere Absprache zwischen unseren einzelnen Teammitgliedern. Und vielleicht auch noch eine bessere Arbeitsteilung. Das können wir dann beim nächsten Mal umsetzen. Genau. So, nun, nachdem der Nutzer das Plugin erfolgreich installiert hat, hat er Zugriff auf so ein Pop-up, wo er das Plugin einschalten kann, mit dem Einschaltsymbol halt, und oben rechts in der Ecke über das kleine Einstellungsrad in die Einstellung kommt. Hier kann er nun einstellen, welche Plugins er geblockt haben möchte, wie zum Beispiel die notwendigen Cookies kann er blocken oder die Leistungs- und Performance-Cookies und halt noch die Funktions-Cookies und Werbe-Cookies. Dann kann er über einen weiteren kleinen Knopf über in die Statistik-Cookie-Counter gehen, wo er auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Anzahl der geblockten Cookies sieht. Und da wird dann halt angezeigt, wie viele Cookies von dem Plugin geblockt wurden. Jetzt kommt noch eine Demo von unserem Werk. Ja, also jetzt wird Niklas euch zeigen, wie unser Cookie funktioniert und dazu wird er es auf der Webseite machen. Ja, eigentlich wollten wir euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Leider ist das natürlich mit dem Vorführeffekt so, dass es doch noch offenbar ein kleines Problemchen gibt. Naja. Ja, dafür haben wir noch eine zweite Website, falls dieses Problem auftreten sollte, mit der wir euch das hoffentlich, oder ist es DRK, oder? So. So.
Hier funktioniert hoffentlich alles richtig. Genau, am Anfang kommt ein kleines Pop-up, dass jetzt die Cookies entfernt werden. So, und da war gerade das Cookie-Banner, hat man nur ganz kurz aufploppen gesehen. Unsere Extension hat es direkt bewältigt. So, und damit werden dann im Endeffekt den Nutzern die Zeit erspart, diese nervigen Cookie-Banners zu lesen, sich durchzuklicken. Unsere Extension sorgt dafür, dass diese Cookie-Banner ganz einfach deaktiviert werden und im Endeffekt auch keine Nutzerdaten mehr verkauft werden. Vielen Dank an das Team Cookie Crumbler. Ich bin noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir euch mit unserer Erklärung abholen konnten. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal wirklich öffentlich zugänglich. Und wir möchten, also ich möchte im Namen unseres Teams, dem Team von Jugend Hackt, allen voran unseren Mentoren Christine und Simon danken, die uns alle sehr tatkräftig zur Seite gestanden haben. Vielen Dank. So, ich glaube, ihr habt gerade schon meine Frage angesprochen. Wann kann ich das installieren? Ja, momentan ist es leider so, dass das Plugin nur auf bestimmten Websites funktioniert, da das in der kurzen Zeit leider noch nicht ganz möglich war, das so zu programmieren, dass es wirklich auf allen Webseiten zuverlässig und gut funktioniert. Und ich denke, das wird auch noch einiges an Zeit brauchen. Also falls wir uns hier nächstes Jahr wiedersehen, können wir vielleicht auch noch von einigen Fortschritten berichten. Aber ich denke mal eher, dass das Plugin nicht demnächst schon zur Verfügung stehen wird. Oh, ich glaube, das finden wir alle sehr, sehr schade. Aber wir haben schon tatsächlich an Publishing Tools mit in GitHub gearbeitet. Wir hatten auch tatsächlich einen Prototypen aufgesetzt. Also es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht wird es irgendwann was. Genau, also ihr könnt ja auch gerne zum nächsten Lab in Dresden kommen und an dem Projekt weiterarbeiten. Ich glaube, so ziemlich alle Leute hier im Saal würden sich sehr darüber freuen, wenn ihr da dieses Projekt zur Realität werden lasst. Denkt drüber nach. Vielen Dank an das Team Cookie Crumbler.